Meine lieben Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folge von der Cora Sanchez Show. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Meine lieben Freunde, wir haben heute einen Gast aus Deutschland. Ganz ein toller Mann. Er ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist. Mit 24 jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland und unter anderem Herausgeber vom bekannten Erfolg-Magazin. Er hat zwei Bestseller geschrieben, ist mit dem Change Award ausgezeichnet worden und 2019 zum Man of the Year gewählt wurde. Als wäre das nicht schon genug, hätte Jan Böhmermann ihn als einen von den neuen Anführern bezeichnet. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, Julien Backhaus. Julien. Hallo, servus. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Habe ich in der Anmoderation was Wichtiges rausgelassen? Wie hat das geklungen so für dich? Alles richtig, alles richtig. Sehr schön, sehr schön. Dann steigen wir voll ein. Wir haben viel zu bereden, Julien. Dein Buch, aktuelles Gewinner sind gute Egoisten. Ja. Die Klassikerfrage, die dir jeder stellt, ich stelle es ein bisschen offener. Kannst du das kurz erläutern, wie das genau gedacht ist, diese Aussage? Ich spreche jetzt ja seit sehr, sehr vielen Jahren mit extrem erfolgreichen Menschen und habe immer wieder festgestellt, dass die deswegen so erfolgreich geworden sind, weil sie ihre eigenen Ziele und ihre eigene Karriere an erste Stelle gestellt haben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch an andere Menschen gedacht haben. Das bedeutet aber, dass sie immer die Reihenfolge beachtet haben. Erstmal mein Leben, mein Wohlbefinden, damit ich ein starker Mensch bin und kann dann im zweiten Schritt natürlich auch anderen Menschen helfen. Und das kann als Unternehmer wirtschaftlich sein. Du stellst Leute ein, du investierst etc. Das kann natürlich aber auch tatsächlich als soziale Hilfe gedacht sein. Aber es muss der Schritt vorausgehen, dass es erstmal mir selber gut geht, bevor ich anderen Leuten helfen kann, dass es denen besser geht. Und das ist etwas, was ich bemerkt habe, was ganz, ganz viele Otto-Normalverbraucher nicht verstehen. Und die wollen sich immer für alle Menschen verpflichten, außer für sich selbst. Und wundern sich, warum sie im Leben nicht vorankommen. Und dann habe ich irgendwann mal in einer Talkshow gesessen und war als Gast eingeladen und habe für diesen Egoismus geworben. Und die Leute waren so außer sich, die konnten das überhaupt gar nicht verstehen, dass man sowas sagen kann. Und dann habe ich gedacht, deswegen schreibe ich ein Buch darüber. Sehr schöne Erläuterung auf jeden Fall. Wir sind ja hier in der Schweiz. Die Schweizer ticken ja nochmal anders als die Deutschen. Ich sage das Stichwort Understatement. Das ist hier ganz groß geschrieben. Das heißt, man polarisiert in der Schweiz extrem, wenn man sagt, hey, muss ein bisschen positiv ein Egoist sein, um Erfolg zu haben. Die Leute, die das nicht verstehen wollen, sind die verloren. Oder gibt es noch eine Chance auf eine Änderung? Die sind natürlich nicht verloren. Man muss sich ja immer fragen, was will ich denn erreichen im Leben? Und ja, ich kenne auch viele Schweizer, die sehr sozialistisch veranlagt sind. Komischerweise in so einem eigentlich Geldland, so wie es nach außen hin immer wirkt. Ja, die ganzen Großbanken und die ganzen Nummernkonten und so weiter sind alle in der Schweiz. Aber letztendlich habt ihr eigentlich auch nichts Besseres, also als einen guten Sozialismus in der Arbeiterwelt. Und die Unternehmer bleiben so für sich, denken aber genauso. Ich muss mich also nur fragen, wo möchte ich denn dazugehören? Möchte ich tatsächlich einfach irgendwo mitschwimmen und so nicht auffallen, so ein bisschen von der Masse getragen werden? Dann muss ich das natürlich nicht tun. Aber wenn ich weit, weit raus will, was Großartiges erreichen möchte, dann muss ich mich auch trauen, so zu denken und so zu handeln. Mut, ja, sehr schön gesagt. Ja, genau, du hast, wie schon in der, ja, das braucht Mut, gell? Du hast das bekannte Erfolg-Magazin gegründet. Und du hast es so erklärt, es gibt für alles ein Magazin da draußen, nur nicht für Erfolg. Das ist natürlich schon mal eine sehr geile Idee jetzt. Meine Frage und die Frage, die sich jeder stellt, was ist die Definition von Erfolg? Da hat jeder eine andere Vorstellung oder da gibt es verschiedene Vorstellungen. Mich interessiert deine Vorstellung, weil in meinen Augen hast du Erfolg, aber erklär mir mal, was ist deine Definition von Erfolg? Naja, auf einer Seite ist es natürlich so, dass man sich Ziele setzt und sie dann auch erreicht und auch erst dann zufrieden ist, wenn man sie erreicht. Das ist die eine Definition von Erfolg. Die viel wichtigere ist aber, dass man allgemein einfach glücklich ist.
bedeutet, wenn ich morgens gerne aufstehe und wenn ich abends gerne, also zufrieden ins Bett gehe, einfach das tue, was mich erfüllt, was ich mir schon immer gewünscht habe, etc., dann ist das für mich Erfolg genug. Das hat gar nichts mit Geld oder Status oder materiellem Besitz zu tun oder Ähnlichem, sondern einfach dadurch, dass ich für mich definiere, ich fühle mich erfolgreich und so wollte ich immer leben. Das reicht. Das ist es. Also kann man sagen, Maslow'sche Pyramide, hä? Das oberste Kästchen, ist das die Selbstverwirklichung? Redest du von der Selbstverwirklichung? Ja. Ja. Mhm. Wusstest du schon immer, dass deine Selbstverwirklichung in diese Richtung geht oder bist du einfach mal auf die Reise gegangen und hast auf der Reise bemerkt, in welche Richtung das eigentlich geht? Gibt es da eine Reihenfolge? Nimmt man sich ein Ziel und geht dann oder geht man einfach mal und schaut, was passiert? Es ist ein bisschen von beidem. Also die Grundeinstellung, dass ich gerne etwas mit Kommunikation machen möchte, mit Unterhaltung vielleicht, das ist etwas, was ich schon immer in mir hatte. Und ja, dass ich auch unternehmerisch etwas machen möchte, das hatte ich auch als Kind schon. Welchen genauen Bereich, das hat sich erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Trotzdem muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass sich das bei mir sehr früh gefestigt hat. Also ich wusste schon eigentlich, seitdem ich 16, 17 bin, dass ich in das Mediengeschäft möchte. Und deswegen konnte ich mich da auch sehr, sehr früh hin orientieren und die richtigen Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen und meine berufliche Laufbahn da etwas vorbereiten. Ja, sehr schön. Ich habe alle deine Videos, also fast alle Videos auf dem YouTube-Kanal geschaut, weil du sagst auch Document the Journey. Man muss die Reise dokumentieren, das ist das, was du sehr schön machst. Und ich muss ehrlich sagen, du beweist bei vielen Themen, wo sich andere Leute mit deinem Renommee, mit deinem Status zurückhalten würden, da habe ich gemerkt, du hast eine klare Position, die du einnimmst und du vertrittst eine klare Meinung und du weißt, dass es Leute gibt, die vielleicht eine andere dann haben. Aber du hast den Mut, Position zu beziehen, sage ich jetzt mal. Stellung zu beziehen. Obwohl du ein kleines Imperium aufbaust, ein großes Imperium. Warum machen das die anderen nicht? Warum diese Political Correctness? Und warum sagst du, ich habe da keine Probleme, Stellung zu beziehen? Ich habe keine Ängste, irgendwie Kunden zu verlieren oder was auch immer. Wie hast du das geschafft, dass du eine klare Position beziehst, aber dein Erfolg immer größer wird? Ich weiß gar nicht, ob das eine das andere bedingt. Ich kann Kollegen durchaus verstehen, die etwas zurückhaltender sind, okay, die vielleicht ein sehr viel größeres Unternehmen als ich zu finanzieren haben, wo vielleicht 1.000 oder 1.200 Mitarbeiter da sind. Es gibt viele Medienunternehmen, die haben zwischen 600 und 1.000 Mitarbeitern. Das sind große, große Unternehmen. Und da steckt natürlich auch eine ganz andere Verantwortung dahinter. Und wenn der CEO von so einer Firma vielleicht sich mal im Ton vergreift, kann das schon sehr extreme Folgen haben. Mhm. Ich wollte bewusst nie in diese Richtung. Ich will auch eigentlich nie so groß werden, weil ich mir damit viel Unabhängigkeit abspenstig machen würde. Also das ich weiß, dass ich als kleines 20-Mann-Unternehmen sehr viel mehr Freiheiten genieße, als wenn ich so ein großer Konzern wäre. Und von daher möchte ich mir das bewahren. Und man könnte sagen, man gibt auf der einen Seite etwas auf, also man wird vielleicht nicht Milliardär, aber auf der anderen Seite kann man eben doch sehr, 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 sehr frei leben und sich frei äußern und es wird alles eben nicht so auf die Goldwaage gehen. Da kommt mir ein Bild in den Sinn, was ich immer den Leuten sage. Ich habe auch gesagt, lieber bin ich Millionär und frei als Milliardär und gefangen. Und Icarus, der ist so hoch geflogen, dass er sich an der Sonne verbrannt hat. Und ich sage immer, weißt du, ich muss nicht in die Flughöhe von einem UFO. Mir reicht es, wenn ich dort fliege, wo die Boeing 747 ist. Aber dafür habe ich meine Ruhe und ein glückliches Leben. Das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, oder? Den Preis, den man bezahlt, je nach Flughöhe. Der Jan Böhmermann hat es schon gesagt, Anführer. Und ich selber bezeichne mich in erster Linie als Creator, Entertainer und Leader. Und das bist du genauso. Du bist ein Leader. Was ist 2021? Richtiges Leadership? Gibt es das richtige Leadership? Wie machst du Leadership? Kannst du was über Führungsqualitäten erzählen? Was braucht es dazu in deinen Augen? Und wie führt man heute Leute, dass man zum Erfolg kommt? Nicht zu viel Empathie, nicht zu viel Zuckerbrotpeitsche. Wie sieht dein Rezept aus?
Ich würde mich selber gar nicht unbedingt als guten Führer bezeichnen. Manager bin ich schon gar nicht. Also wenn überhaupt, dann bin ich eine Führungskraft, ja. Und ich habe eine Vorstellung, eine Qualitätsvorstellung und eine Storyvorstellung, die ich eben rausgebe. Also das heißt, ich definiere, wer wir sind und was wir machen wollen. Und ich suche Menschen, die sich völlig selbstständig auch in dieses Bild hineinfinden können. Und das ist ein bisschen Trial and Error. Ich versuche überhaupt nicht, die falschen Menschen im Unternehmen zu halten. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, die richtigen Leute im Unternehmen zu halten. Was bedeutet, dass wir viele Leute haben, die ins Unternehmen reinkommen, ein paar Monate bei uns arbeiten und feststellen, das hier ist nicht meine Arbeitsatmosphäre. Jawohl. Entweder wir verlangen zu viel. Wir verlangen zu viel Selbstständigkeit, zu viel selbstständiges Denken etc. Und das ist etwas, was viele nicht können. Viele versuchen auch in sehr starke Teams hineinzukommen. Wir haben keine starken Teams bei uns. Also wir suchen tatsächlich eher Leute, die auch für sich arbeiten können, für sich Entscheidungen treffen können, im Sinne des Unternehmens oder Idee natürlich, aber nicht toll, ein anderer macht's. Ich verlasse mich darauf, dass das Team es macht und ich kann mich hinter dem Team verstecken. Das gibt es bei uns gar nicht. Also wir haben wirklich, ja, wie soll man sagen, so Einzelkämpfer im Unternehmen, die jeder einen festen Bereich haben, den sie abdecken müssen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann müssen sie woanders arbeiten. Und es funktioniert eigentlich gut. Die Leute, die das verstehen, die das auch mögen, dieses selbstständige, eigenverantwortliche Arbeiten, die bleiben bei uns und die Leute, die das nicht können, die gehen. Da trennt sich die Spreu automatisch vom Weizen. Automatisch. Ich schaue kurz auf die Uhr. Wir müssen schon in unseren obligatorischen Einspieler zeigen. Wir sind gleich wieder da, Julian. Ich könnte noch Stunden über Erfolg reden und das machen wir nachher auch weiter. Meine lieben Zuschauer, schaut schon alleine, was wir wieder gemacht haben. Bleibt dran und kommen gerade wieder, meine Freunde. Bis gleich, Julian Backhaus. Sag doch TikTok-Kanal. Charlotte Emily 2. Emily 2. User, irgendetwas, weiß nicht. Hey, geh suchen, User, irgendetwas. Freunde sind die zwei unbekannten Ladies. Bleib gesund. Meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder bei der Corazon Show mit dem Julian Backhaus. Julian, wunderschön, dass du da bist. Wir haben einen spannenden Talk bis jetzt über Erfolg. Meine nächste Frage: Du hast so viele, wie schon gesagt, so viele erfolgreiche Menschen getroffen, mit denen gesprochen, was ich jetzt auch als Glück empfinde, mit dir und solchen Leuten zu sprechen. Meine Frage: Was haben all diese Leute gemeinsam? Welche Eigenschaft, welcher Mindset, welche Einstellung, was haben diese alle gemeinsam? Gibt es was, der gemeinsame Nenner, wo sich alles trifft, wo du sagst, okay, vielleicht ist es Empathie, Nächstenliebe, ich habe keine Ahnung, sagst du mir, was haben Arnold Schwarzenegger, Dieter Bohlen und alle gemeinsam? Die wichtigste gemeinsame Grundlage ist eigentlich, dass sie alle ihrer Leidenschaft folgen. Sie haben alle ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, zu ihrem Lebensinhalt gemacht. Das ist also sehr, sehr wertvoll. Wenn man auf dem richtigen Spielfeld ist, kann man seine volle Power ausleben und ins Spiel bringen. Und dann haben sie aber auch eine sehr, sehr klare Entscheidung getroffen. Also so erfolgreiche Menschen, wie du sie eben genannt hast, sind besonders gut da drin, ne? Eine Entscheidung für etwas zu treffen, gleichzeitig auch gegen andere Dinge zu treffen und die auch eiskalt durchzuziehen. Und ich meine das so, wie ich sage. Viele sind wirklich bereit, viel dem zu opfern, was sie als ihre, ja, als ihre Lebensaufgabe empfinden. Und das können auch harte Dinge sein. Also wirklich, dass man einige Dinge im Leben dafür eintauscht, diese Vision wahr werden zu lassen. Okay, eine Opferbereitschaft und eine Leidenschaft, ein Feuer, das muss in dir intrinsisch brennen. Es gibt nur intrinsische echte Motivation. Ich denke, das ist wirklich schön gesagt. Schauen wir kurz in die Zukunft. Wir leben in einer verrückten Zeit. Wir haben weltweit eine Lage, die es so in dieser Art noch nie gegeben hat. Und es spaltet viele Leute, es bringt nicht unbedingt die Leute zusammen. Es gibt mehr eine Spaltung, wie ich es fühle. Julian, wir beide schauen ja immer aus der Vogelperspektive auf die Dinge, auf die Welt und versuchen die Punkte zu verknüpfen und vielleicht weitere Sachen zu sehen. Ganz klare Frage: Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus mit künstlicher Intelligenz und allem, was
am Anrollen ist, was ein absoluter Gamechanger wird. Ein kleiner Blick in die Glaskugel, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus? A, finde ich sehr interessant, wie sehr Deutschland nicht gespalten ist und wie andere Länder gespalten sind. Wow, wir hatten das in Deutschland eine lange Zeit, da hatten wir extrem Kapitalismus gegen Sozialismus, also das waren sehr, sehr starke zwei Lager. Und die waren sogar fast ähnlich aufgeteilt, beide so mit 40%, ein bisschen weniger. Und jetzt haben wir mittlerweile in Deutschland eine Situation, wo wir sehr, sehr verteilt sind auf viele verschiedene Interessen. Wir haben ein bisschen SPD, ein bisschen CDU, ein bisschen AfD, ein bisschen Grüne, alle so irgendwie im 20-30%-Bereich aufgeteilt, sozusagen von ganz links zur Mitte, nach rechts und ganz rechts. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob das wirklich gut ist, weil ein Hase oder ein Hund, der viele Hasen jagt, der wird letztendlich dann keinen finden. Also ich persönlich denke immer, dass das Schwarz gegen Weiß irgendwie einfacher ist. Also Schwarz gegen Weiß. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, also die Seite 1 gegen die Seite 2. So wie in den USA die Republikaner gegen die Demokraten. So. Genau. Und in Deutschland sind wir da nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Wir sind irgendwo so ein bisschen jeder von allem etwas. Aber du hast natürlich recht, weltweit ist es sehr, sehr aufschlussreich und wir haben einen Trend in Richtung Sozialismus, das auf jeden Fall. Das gab es immer, diese Schwenks nach links sozusagen. Dann versucht man das ein paar Jahre und dann stellt jeder fest, es funktioniert überhaupt nicht. Und auch in Deutschland können wir in den letzten 10, 15 Jahren sehen, dass es nicht gut funktioniert. Man hat versucht, es allen recht zu machen und keine klare Politik zu machen, sondern immer so ein bisschen wischiwaschi und alles, was sich staatlich regulieren ließ, haben wir gemacht. Mhm. Und das hat mittlerweile zu einem Chaos geführt, dass wir sind eigentlich gelähmt als Land. Zumindest wenn ich mir jetzt mein Heimatland Deutschland angucke. Und weltweit ist natürlich auch die künstliche Intelligenz, du hast es gerade gesagt, etwas, was die Leute, die Gesellschaften, die Wirtschaft noch nicht so richtig einschätzen kann. Also es wird etwas sein, was sehr, sehr grundlegend verändert und was dafür sorgt, dass ein Großteil der Bevölkerung keine Arbeit mehr haben wird, genau. Keine normale Arbeit mehr haben wird. Und da war natürlich Corona ein sehr interessantes Gesellschaftsexperiment. Was passiert, wenn die Leute nicht mehr zur Arbeit müssen? Was passiert, wenn einfach jeder bezahlt wird, dafür zu Hause zu bleiben? Und ich glaube, da haben viele Staaten auch nicht schlecht gestaunt, dass die Leute es tatsächlich so gut mitmachen. Klar, es gab ein paar Demonstrationen, aber da gab es schon Schlimmeres. Also das war alles noch sehr im Rahmen und die Leute haben es sehr, sehr mitgespielt und haben sich der Sache untergeordnet und haben nicht mehr die Freiheit als höchstes Gut betrachtet, sondern sozusagen ja, die gesellschaftliche Funktionalität. Und das ist vielleicht etwas, was wir dann bei der künstlichen Intelligenz auch sehen werden, dass die Leute das passieren lassen, dass immer mehr Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen als Arbeitskraftersatz, dann eine Art Strafsteuer bezahlen dafür, dass sie so viele Maschinen beschäftigen. Von dieser Strafsteuer werden dann eben die Sozialleistungen finanziert für die Leute, die zu Hause bleiben. Und ich habe mal auf einer Podiumsdiskussion gesagt, ich bin schon sehr neugierig darauf, was die Leute dann tun werden, weil sie theoretisch jetzt die Möglichkeit hätten, genau das zu tun, was sie immer wollten. Weil sie keinen finanziellen Druck haben, sondern sie bekommen das Geld automatisch als Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen, ne? Genau, und sie könnten jetzt tun, was sie wollen. Künstler werden, Sänger werden, egal. Sie müssen ja nicht erfolgreich damit sein. Klingt ja schön. Weil sie davon nicht leben müssen. Und das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ob die Leute es dann tun werden oder was die Leute dann tun werden.
Das ist ja die zentrale Frage. Und Julian, ich bin ehrlich, ich und du haben das gemacht gegen alle Widerstände und uns hält genau nichts auf. Und ich sage dir ehrlich, nur weil man jetzt 2.500 € oder 1.800 oder 1.200 bedingungslos bekommt, wenn man vorher nicht angefangen hat, mal leider eine düstere Prognose von mir, gell, dann wird es auch dann nicht passieren. Aber let's see, lassen wir uns überraschen. Sehr spannender Punkt. Ich will noch was über die Politik dich fragen. Du hast wirklich mit hohen Staatsmännern dich getroffen, geredet. Meine Frage, du kennst dich auch mit Lobbyismus aus, sind diese Staatsoberhäupter, die da ab und zu auch wie als Könige präsentiert werden und da ihre Gefolgschaft haben, sind sie nicht auch eigentlich Sklaven der Megakonzerne? Weil wer bestimmt am Schluss die Richtung? Sind es gut bezahlte Schauspieler, sagt man böse im Volksmund? Politiker sind einfach gut bezahlte Schauspieler. Oder sind es nicht die Megakonzerne, die wirklich den Ton angeben? Jetzt werden die KMUs, also die KMU-Landschaft, da ist einiges wegrasiert worden. Das heißt, es gibt den globalen Megakonzernen noch mehr Bedeutung und Macht. Wer steuert hier eigentlich, wohin das es geht? Ist es das Volk? Sind es die Konzerne? Naja, sagen wir mal so. Also Politiker sind Beamte. So, und die sind eigentlich nicht besonders helle. Aber du hast natürlich recht mit dem Eindruck, dass Megakonzerne sehr viel Einfluss genießen. Das kommt aufgrund der Konzentration der Macht. Also das heißt, ein Megakonzern hat 120.000 Mitarbeiter oder mehr. Und es ist eine Person, mit der du politisch am Verhandlungstisch sitzt. Bedeutet, wenn diese Person zu dir kommt und Forderungen stellt und sagt, so geht das alles nicht, dann ist das Firmenlobbyismus, der ist auf der einen Seite wichtig, weil die Politik weiß nicht, wie Wirtschaft funktioniert. Die brauchen schon die Expertise der Wirtschaft selber, um zu verstehen, was passiert, wenn wir politisch in die oder in die Richtung gehen. Das muss denen irgendjemand erklären, weil sie es selber eben nicht wissen. Und da gibt es neben dem Unternehmenslobbyismus gibt es noch den Verbandslobbyismus, den ich damals betrieben habe. Bedeutet, man ist ein Zusammenschluss von vielen Unternehmen und der Vorstand sozusagen dieses Lobbyvereines oder Verbandes ist dann sozusagen die Stimme nach außen. Das Problem ist, dass der Verbandslobbyist in der Regel eigentlich nicht so viel Machtkonzentration hat wie der Verbandslobbyist, weil der Verbandslobbyist kann nur für seine Mitglieder sprechen und da sind wieder ganz viele verschiedene Meinungen und Wünsche und der eine will dies, der andere will das. Das heißt, da herrscht ein sehr demokratischer Prozess, also langsam und nicht richtig eindeutig. Bei dem Unternehmensführer, wenn jetzt zum Beispiel der Chef von Mercedes-Benz oder Volkswagen kommt und sagt, ich habe 200.000 Mitarbeiter in Deutschland, und ich bin der entscheidet. Ich alleine. Ich kann morgen sagen, wir machen hier zu und wir gehen woanders hin. Theoretisch, wenn die Aktionäre mitspielen. Und deswegen hat so jemand tatsächlich oftmals mehr Gewicht und wird schneller gehört als der viele Unternehmen vertritt. Und der Mittelstand ist insbesondere eben in diesen Verbänden zusammengeschlossen. Also Verband der mittelständischen Unternehmen zum Beispiel. Und da sind dann 1.000 Unternehmen versammelt und ein Präsident präsentiert sie dann nach außen. Und deswegen ist der Mittelstand leider nicht so stark in der Politik gehört wie zum Beispiel einige wenige Großkonzerne. Das kann man so sagen, ja. Danke für die Ausführung, sehr spannend. Was mich zur nächsten Frage noch bringt, gell? Bücher, Bücher, Bücher. Ich sage, Readers are Leaders. Ich bin jetzt mit dir hier, Julian, weil ich die richtigen Bücher gelesen habe. Punkt. Natürlich habe ich das Zeug angewendet, weil nur angewandtes Wissen ist heute noch wertvoll. Den Rest kannst du googeln. Aber ohne das wäre ich nie hier. Nie. Nie. Und das ist der Anfang des Imperiums, mein lieber Freund. Das Imperium schlägt zurück. Meine Frage. Wir haben schon tausendmal über Denke nach und werde reich geredet, bla bla bla. Meine Frage, ein einziges Buch, ein Mensch sagt, ich will mich persönlich entwickeln, ich will mich verändern. Gibt es überhaupt das eine Buch, wo man sagt, hey, wenn du auf die Insel gehst, nur etwas mitnimmst und dich entwickeln willst, da findest du die Sachen? Oder sind diese Value Nuggets so weit verteilt? Oder ist es auch dein Buch vielleicht, das man auf die einsame Insel mitnimmt? Gibt es eine Blaupause, gibt es eine Bibel für Erfolg, für Persönlichkeitsentwicklung? Gibt es das eine Buch?
Ich glaube, es gibt für jeden ein Buch, das stimmt. Und jeden hat etwas anderes inspiriert. Also mich inspiriert was anderes vielleicht als dich oder vielleicht irgendjemand anders. Okay. Ich finde mein Buch Ego tatsächlich gut, wenn man sagt, ich möchte in dieser künftigen Welt auch bestehen und nicht einfach nur mitschwimmen. Das bedeutet, ich muss mich tatsächlich irgendwie nach vorne bringen und auch ein paar Eier fürs Omelett zerschlagen. Ja, dann wäre es das richtige Buch. Aber es gibt viele andere gute Bücher. Wie man Freunde gewinnt, ist eines sicherlich meiner Lieblingsempfehlungen, ja. Dale Carnegie. Sicher. Und ich habe damals ein Buch gelesen, Ziele von Brian Tracy, der einem beibringt, wie man überhaupt Ziele setzt, für sich persönlich, mit seiner eigenen Wertestruktur vereinbart, etc. Wie man sie in kleine tägliche Häppchen verpackt und dann erreichen kann. Das war etwas, was ich auch nicht wusste. Wie macht man das eigentlich? Man hört immer so, ja, setzt dir Ziele Ja, und zum Ende genau. des Jahres und Ja. so. Aber dann kommst du am Ende des Jahres an und sagst, irgendwie habe ich gar nichts davon erreicht. Also, das heißt, meine lieben Freunde, wir blenden hier die Internetseite ein von Julian Backhaus. Ziehen doch das ein auf jeden Fall. Gebt dem Buch eine Chance von Julian und leset es bitte. Leset nicht einfach die letzte Seite. Lest nicht die letzte Seite, sondern liest das ganze Buch, bitte, meine Freunde. Bevor wir zu unserem letzten Format kommen, noch eine letzte Frage und dann kommen wir zu klipp und klar. Da gebe ich dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Meine letzte Frage aber noch, die Botschaft an unsere Zuschauer und unsere Community, die ist auf LinkedIn verteilt, Facebook, Insta, die ist überall, sogar TikTok, die Jungen. Meine Frage, was ist deine Botschaft für die Menschen, um glücklich zu sein? Weil ich denke, vergesst mal die Millionen, die meisten von euch, ihr werdet sowieso nicht Millionär, das habt ihr jetzt von mir gehört, okay? Es ist hard work, meine Freunde, aber die Chance, dass ihr glücklich werdet, die sollt ihr alle haben, jeder einzelne von euch. Ich weiß, ich liebe euch doch. Julian, was ist deine Botschaft an die Leute, um glücklich zu sein? Kann man das in einen Satz, in einen schönen Satz verpacken für die Leute? Na, ich glaube schon, dass wenn man seinen Lebenstraum verfolgt oder das, was man gerne tut, worin man vielleicht sogar talentiert ist, wenn man das tut, ohne aufs Geld zu gucken, wie du gerade schon gesagt hast, weil das kommt dann später durch eine gute Leistung automatisch hinterher, dann ist das zumindest eine sehr große Chance, glücklich zu werden, wenn ich nur das tue, was ich liebe und alles andere, was ich nicht liebe, möglichst schnell wegdelegiere. Delegieren, meine Freunde, haben richtig gehört. Das heißt abgeben. Abgeben lässt das etwas jemand anderes machen. Ich habe mit Fiverr angefangen, mit der Online-Plattform, habe da tausend kleine Sachen outgesourced, habe irgendwann die richtigen Leute gefunden, auch aus Afrika. Für die ist das Geld viel. Ich kann jemandem helfen, ich kann die Arbeit auslagern. Hört auf Julian, bitte. Sehr schön. Julian, wir kommen leider schon zum letzten Teil dieser Sendung. Ist viel zu kurz, ich merke das schon. Aber wir werden da in einem anderen Rahmen nochmal mehr Zeit haben, das weiß ich. Jetzt kommen wir zu klipp und klar. Ich gebe dir zwei Begriffe, du entscheidest dich für einen und begründest ganz kurz, warum die Entscheidung. Jan Böhmermann oder Thomas Gottschalk? Oh, ich würde eher Thomas Gottschalk sagen. Er ist eher so ein Warum? Entertainer, auch etwas, womit ich mich besser identifizieren kann. Ich glaube, Jan ist sehr intellektuell, wo ich mich nicht so zähle. Sehr schön. Da haben wir was gemeinsam. Lobbyismus oder Anarchie? Sollen die Autos brennen auf der Straße? Oh, um Gottes Willen, ja, dann lieber Lobbyist. Lobbyismus. Okay. Digital oder Printmedien? Wenn es nur noch einen Weg geben würde, was würdest du Und nehmen? digital. Warum? Warum? Also ich lese selber alle Magazine und Tageszeitungen nur noch digital. Und das ist einfach praktisch, also nicht nur ressourcenschonend und einfacher. Man hat keine schwarzen Finger nach dem Lesen, sondern ich habe eine, wie heißt es, eine Bibliothek. Ich kann über die Suchfunktion einzelne Stichwörter wiederfinden, Artikel wiederfinden, etc. Ich kann leicht Screenshots machen, sie wegschicken und so. Also das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und ich habe immer alle Zeitungen, alle Magazine, alle Bücher in meinem kleinen iPad in meiner Tasche. Schön gesagt, ja. Massenmedien oder dann doch lieber ein eigenes Piratenradio? Wem vertraut man da eher? Auf wen hört man da? Muss sich entscheiden. Ich würde sagen Massenmedien, weil das Piratenradio in der Regel nicht die Chance oder nicht die Möglichkeit hat, sehr detailliert zu recherchieren.
Weil detaillierte Recherche braucht sehr viel Zeit und sozusagen viel Geld, viel Zugang. Und das ist oftmals so kleinen Blogs und so weiter sehr verwehrt. Okay. Gekauft. Privatjet oder dann doch das Fahrrad? Auch Julian. Privatjet, ja, nee, Fahrrad fahre ich nicht. Auch schön in dem Video-Intro von dir zu sehen. Ist eine schöne Sache. Muss man sich verdienen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle. Gibt es nicht gratis. Champagner oder ein kühles Bier? Mit was stoßt du Eines an? nicht, ich trinke keinen Alkohol. Sehr gut, da musst du dich auch nicht entscheiden. Das ist eine super Sache. Freunde, los du bin. Familie oder die große Karriere? Wie ist es bei dir persönlich? Eine Karriere. Ja, auch eine klare Entscheidung. Hä? Okay. Diskothek oder ins Schweigekloster? Wo finde ich dich hier? Oh, das ist eine interessante Frage. Ich würde in beides nicht gerne gehen. Aber würde dann wahrscheinlich eher, vielleicht dann doch eher die Diskothek. Also Schweigekloster ist mir dann zu langweilig. Okay, das ist auch die Begründung, warum in die Diskothek. Das ist ein bisschen mehr los. Ja, da wäre ein bisschen mehr Leben, man kann ein bisschen mehr beobachten. Sehr gut. Wo wanderst du aus? Nach China oder in die USA? USA. Das ging schnell. Warum? Ja, nein, also ich würde auch gar nicht freiwillig nach Asien reisen. Also mein Buch Ego ist ja auch in Korea erschienen und so weiter. Und selbst wenn ich eine Anfrage bekommen würde, dort irgendwie eine Lesereise zu machen oder sowas, ich würde es nicht gerne machen. Also ich halte Asien für nicht politisch gut entwickelt. Warum? Ja, weil es einfach sehr, sehr der kommunistischen Idee nachhängt und also insbesondere in China ist natürlich ganz schlimm. Da bringt auch der beste technische Fortschritt nichts, weil das ist nur Brot und Spiele. Also nur weil man sagt, auch es ist alles so easy hier, heißt es nicht, dass es richtig ist. Also das wäre, also dann lieber für mich das freie Kapitalist, noch freie kapitalistische USA. Das kann in 3, 4 Jahren auch anders aussehen. Absolut. Aber es war sehr spannend. Mein letzter Punkt, ein Punkt, der mich sehr viel bedeutet, den ich seit der ersten Folge stelle, musst dich nicht entscheiden, aber du musst dazu sagen, was dir als erstes intuitiv einfällt, das ist ja immer auch das Beste. Weltfrieden, was fällt dir dazu ein? Weltfrieden. Bei Weltfrieden fällt mir tatsächlich Egoismus ein, wenn ich aufhöre, ständig zu erwarten, dass andere Leute etwas für mich tun oder nach meiner Pfeife tanzen oder wie auch immer, wenn ich aufhöre, sondern mich mehr auf mich und meine innere Ruhe konzentriere, dann strahlt das automatisch auch auf meine Außenwelt. Und das bedeutet, wenn ich ja, ich meine, wodurch entstehen Kriege und wodurch entstehen Unruhen eben? Also dadurch, dass ich von jemandem anders verlange, so zu denken, wie ich es tue. Und das ist Jawohl. ein ganz, ganz großer Fehler und es wird auch nie Wahrheit werden. Niemals. Seit 100.000 Jahren ist das nie Wahrheit geworden, dass Leute gleich denken und ihnen gleiche Werte wichtig sind. Von daher, wenn ich dann anfange zu sagen, Hauptsache, ich bin mit mir im Reinen und ich bin zufrieden mit dem, wie ich lebe und wie ich denke, dann brauche ich das auch von niemandem anders verlangen und muss auch keinen Krieg entstehen lassen. Das sind mal schöne Worte zum Thema Weltfrieden. Das ist natürlich Balsam und gekauft, absolut, Julian. Die Zeit ist geflogen. Wir haben es Thomas Gottschalk-mäßig wie in seinen besten Zeiten gemacht. Wir haben überzogen, wir haben uns das geleistet. Die Redaktion liegt mir schon in den Ohren. Nein. Aber es war super, Julian. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich. Deine letzten Worte, vielleicht deine letzte Botschaft für die Zuschauer. Was willst du ihnen mitgeben? Und dann bleib noch kurz dran. Ich sage den Zuschauern Tschüss und wir hören uns noch kurz deine letzten Worte für die Zuschauer. Man kann etwas größer denken, als man es bisher getan hat. Die Grenzen, die wir uns so selber eingeredet haben, sind nur virtuell. Und man kann also sehr, sehr viel mehr schaffen, als wie man sich bisher vorstellt. Wenn die Mauern im Verstand fallen, sind wir wirklich frei. Julian, was für schöne Schlussworte. Bleib noch kurz dran. Ich sage auf jeden Fall Tschüss. Wir winken mal für die Zuschauer. Zuschauer, bleibt gesund. Abonniere, Glocke und so, dass Julian Backhaus checkt es ab. Da unten werdet ihr alles gesehen.
von seiner Internetseite. Super Mann und bleibe gesund. Ich liebe euch doch, ihr wisst das. Wir winken in die Kamera, Julian, und sagen Tschüss. Tschüss zusammen. Bleibe gesund. Thank you.